Wetter ist wichtig. Die närrische Zeit ist vorbei. Zum ersten Mal haben die Hameler Karnevalisten am Aschermittwoch ihre Geldbeutel in der Weser gewaschen, um sich von den Sünden während der tollen Tage reinzuwaschen. Auch Bürgermeisterin Silke Keil hat die Gelegenheit genutzt, um das Säckel der Stadt zu wässern. Dem Brauchtum nach soll das der Stadt im nächsten Jahr Reichtum bescheren. Also die symbolische Waschung wird in jedem Jahr in den Hochpunkten des Karnevals im Rheinland, ob das Köln, Düsseldorf oder Mainz ist, jeweils ausgeführt. Und diese Idee, wir haben das dort einmal mitbekommen, haben wir hier mit herbekommen. Was steckt hinter der Absicht? Hinter der Absicht, sich reinzuwaschen von den Sünden, das Portemonnaie auszuwaschen von dem, was man getan hat während des Karnevals. Wir haben es eben in anderen Städten miterlebt und haben gesagt, Mensch, das ist so ein schönes, altes deutsches Brauchtum. Man hat in vielen anderen Vereinen altes Brauchtum bei den Schützen oder dergleichen. Und warum soll man das im Karneval nicht auch aufleben lassen? Ich denke mir, die Stadt braucht sowas und die Karnevalisten brauchen sowas. Sie waren dieses Jahr auch das erste Mal in Braunschweig beim größten Karneval in Niedersachsen, ja. In Norddeutschland dabei. Wie wurde da gefeiert? Das ist ein Erlebnis, das muss man sehen. Also man kann diesen Karnevalsumzug eigentlich nur mit den Hochburgen des Karnevals in Deutschland vergleichen. Wir waren mit einer Abordnung von 60 Personen dort und auch das wurde sehr stark von den Braunschweigern wahrgenommen. Frau Keil, in München wird jährlich der Geldbeutel gewaschen, damit die Stadt im neuen Jahr mit genug Geld haushalten kann. Glauben Sie, dass das auch für Hameln funktionieren könnte? Das wäre ja natürlich bombig. Also ich meine, ich würde dann am liebsten jeden Tag das Portemonnaie auswaschen, wenn das was nützen würde. Wie viel Geld, glauben Sie, würde Hameln gebrauchen können? Das mag ich gar nicht beziffern. Wir haben so viele Baustellen, wo etwas getan werden muss und dann, also es müsste schon ein sehr, sehr großer Geldbeutel sein.